An langen Tagen vergibt HNO-Arzt Tobias Schuld um die 45 Termine. Im Schnitt erscheinen davon pro Tag um die 6 bis 9 Patienten einfach nicht, ohne vorher abzusagen. Das hat auch finanzielle Konsequenzen. Pro Tag kann man ruhig mit 200 bis 300 Euro rechnen, pro jeden Arbeitstag. Das ist in der Größenordnung, liegt das letztendlich. Und das hochgerechnet aufs ganze Monat oder ganze Quartal, wir rechnen ja in Quartalen, wird das dann schon relevant. Wenn das Team die Zeit hat, versuchen sie, die Patienten rechtzeitig an die Termine zu erinnern. Aber auch das hilft nicht immer. Was mich am meisten daran ärgert, ist, dass wir täglich Tausende von Anrufen haben mit, kann ich jetzt diese Woche, nächste Woche bei Ihnen vorbeikommen? Und wir müssen Sie vertrösten auf aktuell 3, 4 Monate im Voraus. Und dann hat man am Nachmittag auf einmal eine Lücke von 1/2 Stunde und manchmal auch länger und denkt sich, Mensch, heute Morgen haben so viele angerufen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert deswegen Strafzahlungen für Patienten, die ihre Termine nicht absagen. Die Krankenkasse sollte die Ausfallgebühr vom Versicherten einziehen. Der administrative Aufwand in der Praxis wäre dafür zu groß. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung in Mecklenburg-Vorpommern nehmen rund 10% aller Patienten ihre Termine nicht wahr. Es sei aber auch schwierig, eine Gebühr über die Krankenkassen abzuwickeln. Alleine das Prozedere, wie erkläre ich das der Krankenkasse, wie weise ich das nach, dass der Patient wirklich aus gutem oder weniger gutem Grunde gefehlt hat, Termin nicht abgesagt hat, das mit der Krankenkasse kommunizieren, das halte ich für einen ziemlichen bürokratischen Aufwand. Deswegen ist, glaube ich, der Weg kein gangbarer. Auch der AOK-Bundesverband findet es zwar unsolidarisch, nicht abzusagen, eine Gebühr zulasten der Versichertengemeinschaft lehnt er aber auch ab. Geteilte Meinung auch bei den Versicherten. Ich möchte nie bezahlen, ich komme pünktlich. Und wenn ich nicht kann, bin krank oder was, dann kann ich mich melden. Es ist zwar schade, dass die Leute sich nicht melden, sage ich mal, weil andere warten immer auf Termine, aber ob man eine Gebühr nehmen sollte, also da wäre ich noch ein bisschen zurückhaltend mit, muss ich sagen. Ich denke schon, denn dem Arzt geht was verloren und das ist so eine Kleinigkeit, einen Arzttermin abzusagen. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach appelliert an die Solidarität der Patienten, lehnt die Gebühr aber ab.